So, neue Map, neues Glück, würde ich sagen. Gut, welche Fraktion nehmen wir? Dies Empire nehmen wir. So, ja. Ich werde euch die Einheiten jetzt erstmal wieder ein bisschen vorstellen und dann mit meinen Lieblingseinheiten spielen. Als allererstes natürlich die Sturmtruppe. An der ersten Einheit aller Fraktionen hat sich eigentlich ziemlich wenig verändert. Was ich extra ganz gut finde, denn die Noob-Trupps sollten so bleiben, wie sie sind. Jedoch bei anderen Einheiten hat sich ziemlich viel verändert. Hier war zum Beispiel ein Charakter mit einer Schrotflinte. Ja, die Schrotflinte ist nicht weg. Gut, Schocktruppe. Habe ich zwar jetzt bei den Separatisten nicht vorgestellt, weil, ist ganz klar, die benutzt Raketenwerfer und hat eine Pistole. Ah, hier hat sie sogar ein Deadpack. Aber ansonsten hat sich wirklich null geändert. Ja, der Wookie mit seinem extrem übertriebenen Raketenwerfer. Gut. Die Scout-Truppe, da hat sich auch nichts geändert. Der Gunner, das ist jetzt kein Techniker mehr, sondern ein Gunner. Pistole, Fusionsschneider, Granatwerfer, Minen und Stimpacks. Oder? Nee. Helfen Ammo Dispenser. Ich habe gerade das deutsche Wort vergessen, sorry. Mir fällt gerade echt nicht das Wort ein für Health and Ammo Dispenser. Also Leben und Munitionsbänder? Kann das sein? Ich kenne gerade echt nicht das deutsche Wort. Das Englische kenne ich, aber das deutsche Wort nicht. Was sagt man denn da im Deutschen? What the fuck? Wie sagt man denn da? Ich hab's gerade echt vergessen, Alter, das ist mir noch nie passiert. Vor allem, weil ich eigentlich nur Deutsch spreche. Ich kann Englisch und Deutsch, mehr Sprachen kann ich nicht. Lol. Ich hab gerade echt. Naja, lass mal das lieber mal. Gut, dann gibt es noch den imperialen Officer. Der ist meine absolute Lieblingsklasse. Der hat so ein Riesengewehr. Das haut rein und er kann ein E-Netzgeschütz aufstellen. Hat eine Pistole. Ja, das ist so seine Ausrüstung. Ich finde den halt einfach nur extrem episch. Ich zeige euch mal das E-Netzgeschütz. Das lief mir hier so ab. Ich wollte nicht. Ja, genau! Hallo? Ja, okay, dann seht ihr das hier ernst mal, ne? Das ist wie ein kleiner Geschützturm. Wenn ihr halt auch mal schießen würde. Aber egal. Hier sehen wir die Todesstern-Only-Einheit, die Royal Guard. Oh, ja, da ist die Einheit, die den Botaner ersetzt. Die der Twi'lek-Spy. Okay, das ist heftig. Ich finde ehrlich gesagt die Twi'lek-Spionen besser als die Botaner. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Die dunkle Truppe. An der dunklen Truppe hat sich eigentlich nichts geändert, außer das Aussehen, soviel ich weiß. Ah doch, es hat jetzt noch einen Handgelenksblaster der drei Schüsse. Zeitbombe und Handgelenksraketen. Aber kann auch fliegen und so, ne? Und ja. Ah doch, die hat jetzt eine komplett neue Waffe. Ja, wundert mich nicht, dass ich das nicht wusste. Ich habe die nicht benutzt, weil ich dachte, die hat so eine Mongo-Oma-Waffe. Okay, das ist nice. Wir gehen mal von der Hauptfront weg. Wenn jetzt dieser blöde Strahl angeht, dann. Oh oh. Oh oh oh. Ja, fast eine Schrotflinte. Oh mein. Ja, okay. Dunkle Truppe, die jetzt gar nicht mehr so dunkel ist. Gesehen. Dann hier kommt jetzt die Royal Guard. Es können immer nur zwei Einheiten gleichzeitig Royal Guard sein. Da war ich die zweite. Es gibt auch Kommandoeinheiten wie Kommando Cody oder so von The Clone Wars, wenn ihr den kennt. Es gibt immer nur einen. Nur ein Spieler kann Commander Cody sein oder halt ein Bot.
Was ich ziemlich logisch finde, weil es können ja nicht zwei oder drei Commander Codys auf dem Schlachtfeld sein. Und ich hoffe, die Tonspur wird nicht blockiert, das wäre ziemlich assi. Ja, die dunkle Truppe ist eigentlich wie Darth Vader, habe ich so das Gefühl. Naja, nicht wie Darth Vader, das ist jemand anderes. Oh, ich dachte mir gerade schon, ich kann nicht so weit hüpfen. Ich kann Ich denke mir, die Bellen, die sind sicher weiß, aber hier, die haben nicht mit der dunkle Truppe gerechnet. Dunkle Truppe, what the balls. Oh, das war zu schön. Also da muss ich jetzt sagen, das war schön. Ah, ich wollte euch die nächsten Einheiten vorstellen, ne? Den Sturmkommandosoldaten. Er hat einen Flammenwerfer, hat einen Schildgenerator und ja, ein Sturmgewehr, eine Pistole und Thermaldetonatoren und ein Deadpack. Nice. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Hier ist nochmal das Enitz-Geschütz. Macht irgendwie gerade gar keinen Ton. Strange. Aber normalerweise macht es einen Ton. Und naja. Was war das denn jetzt? Meine Güte. Was? Wir haben den Commando-Posten verloren. Das geht doch nicht. Ja, und dann gibt es noch den Imperial Cobard. Das musste jetzt sein, das war so britisch. So wie ich weiß. Ja genau, da kann auch nur ein einziger den Kommandeur spielen. Alter. Kann ich irgendwie raus? Boah, da. Command post is under Imperial control. Hostile reinforcement count is diminishing. Na gut, er hat eine Sniper ohne Visier, die wie ein MG funktioniert. Eine Pistole. Wieder so ein Fernglas, das hat jede Kommandoeinheit. Thermaldetonatoren. Ja, eigentlich ist jede Einheit gleich. Jede Kommandoeinheit, nur halt andere Waffen. Also, ja, Pistole und Gewehr sind halt anders. Für mich sieht das irgendwie aus wie ein MG42, was der da in der Hand hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Sieht für mich schon ziemlich wie ein MG42 aus. Ja. Naja. A command post is under Imperial control. Kann ich mich damit selbst waffen? Nö, kann ich nicht. Okay. Wir schicken lieber mal so einen kleinen Druiden vor. Bevor wir da reingehen. Das kann nämlich ungesund enden. So, mein Geld. Geld. Glaubt ihr, wir schaffen das? Mindestens. Okay, wenn wir nicht erschossen werden würden, hätten wir das geschafft. Woher kommst du überhaupt? Woher komm? Yeah! Motherfucker. Gut. Uns wurde ein Kommandoposten weggesnackt. Aber nicht mit mir, du. Du Rebellensoldat, bitte. Die Royal Guard benutzt eine Machtlanze. Beziehungsweise, ja, eine Machtlanze ist das. Soviel ich weiß. Also, es ist kein Lichtschwert. Ja, nur mal so gesagt. Fungiert. Funktioniert eigentlich ziemlich identisch mit dem Lichtschwert. Aber ist halt kein Lichtschwert so direkt. Ja, genau. A command post is no longer under Empire control. Genau, das finde ich gut.
natürlich nicht ganz so viel Schaden. Das wäre dann auch minimal OP. Wie ein Scharfschützengewehr, nö. Oh, jetzt habe ich einen Sturmtrupp geschossen. Aua! Nein! We've captured a command post. We've lost control of a command post. Okay. A command post for the Empire. Nein, 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 nein. Boah, Mann. Fuck. Go, go, go. Boah, Alter, hoffentlich erwische ich noch irgendeinen. Ja, Mann. Ich verteidige jetzt diese Basis mit meinem Leben. Oh, das war eine Stimme. Boah, wie diese Wookie-Sasse. Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Ich bin ein Wookie mit Raketenwerfer. Ich halte ja sowieso schon so wenig aus. Da habe ich auch noch einen Raketenwerfer, mit dem ich richtig viel austeilen kann. Troopers, let's hit them in the face. Okay, nein, das ist mir zu gefährlich. Nothing can stop the Empire. We've lost control of the command post. Viel Spaß. Was? Man kann während der Strahl ist drin bleiben? Das ist mir neu. Ach, das war ja nicht in Battlefield, das war in einem anderen Spiel. Star Wars. Gut, geh mir. A command post for the Empire. Oh, fuck it. Ja, jetzt dürfte dann auch gleich die neue Ära kommen. Die Super-Duper-Ära. Ja. Komm doch raus. Das wollte ich nicht. Moin Junge. A command post is under imperial control. The enemy is losing reinforcements. Ja, mit Sicherheit. Mich erwischt's wieder. Okay Leute, das sehe ich als gewonnen an und ich beende dann an dieser Stelle schon mal den Part.